So, jetzt, ja. Also mein Gehirn ist auch ganz schön Soße momentan. Das ist auch echt anstrengend hier gerade. Es ist nämlich super heiß draußen und draußen sind sie am Grillen. Ne? Toll. Das ist echt mies, ne? Ja, mein Magen knurrt gerade. Ja, genau, das war's so, ne? Nein, also Verrat. Ja. Wir verarschen euch, genau. Ne? Wir das verarschen euch, ja. Wir verraten euch und wir geben euch irgendwie falsches Zeugnis ab und zu mal im Spiel. Das heißt also, wir schicken euch auf ihr Wegen irgendwie in der Geschichte, vor allem in der Main-Story, auch viel in den Nebenmissionen, ja, wo ihr dann am Ende des Tages von etwas ausgeht, was dann doch das Gegenteil von sich selbst ist. Mhm. Ist das jetzt verständlich? Glaube schon. Also, ne, damit ihr überrascht seid. Man nennt diese Dinge auch Twists und Turns in der Geschichte, ja, oder Storyline oder sowas. Oder auch Wendung. Ja, und wie viel davon kann der Spieler verpacken? Wie viel Verrat? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja. Was würdest du dir von einem Spiel wünschen, was es so noch nicht gegeben hat? Und die haben Folgendes gesagt. Boah, das ist halt der im Open-World-Format da wäre, das wäre was vollkommen anderes. Die Mischung aus Survival und MMO. Wow, das wäre schon mehr. Mit einem Schiff von einer Raumschlacht bis zum Boden fliegen kann und da dann die Bodenschlacht im Grunde vollführt. Alles in Echtzeit und alles ist eine große Map. Ich glaube, das würde mich sehr anmachen und das würde ich gerne haben. Egal, was mir einfällt, ich finde fast zu allem momentan ein Spiel, wo ich dann denke, oh cool, hat ja schon mal jemand gemacht, das ist ja geil. RPC-Logo. Das ist ja cool. Dass die Bösen mal gewinnen. Das ist gar nicht so schlimm. Böse soll gewinnen. Ne? Ja. Wäre mal innovativ. Hat's auch schon mal gegeben. Des Öfteren mittlerweile. So, ne? Und das ist auch völlig valide eigentlich. Mhm. Ne? Also ich mag sowas nicht. Ja, also wenn man sich irgendwie den Arsch aufreißt und irgendwie macht und tut und wuschelt und seinen Charakter irgendwie aufbaut und hin und her und am Ende ist alles für die Katz. Hat natürlich eine gewisse Qualität, dass nachher am Ende alles irgendwie den Bach runtergeht. Keine Frage, ist völlig valide. Aber es ist halt so eine Sache, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man den Spieler damit nicht zu sehr überfordert, so an der Stelle. Zu viel Verrat begeht am Spieler, ja. Denn es muss schon immer irgendwie ein Sinn und Zweck dahinter stehen. Ja? Sonst fühlt der Spieler sich nämlich schlecht. Veräppelt. Ja. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas aufziehen kann, als Entwickler eines Computerspiels sowieso. Beispiel Nummer 1. Ich laufe durch die Spielewelt und da kommt ein NPC. Der NPC hat ein Problem und ich entscheide mich dafür, dem zu helfen. Und später merke ich, das war aber ein Arschloch und der macht dann was ganz Böses. Das ist eine Variante, bei der man auch wieder sagen kann, boah, jetzt habe ich selber nicht gerafft, weil ich habe es nicht rechtzeitig erkannt. Oder ich habe es gar nicht erkennen können, weil das Spiel mir überhaupt gar keine Hinweise gegeben hat. Und ich ärgere mich darüber oder ich ärgere mich nicht. Im besten Fall baut man in solchen Situationen natürlich, wenn man so ist wie wir, unterschiedliche Möglichkeiten ein. Nämlich, dass ich mich so oder so entscheiden kann, das ist immer das Schönste. Und diese Entscheidung hat dann auch tatsächlich einen Impact auf das, was passiert. Also dann merkt man tatsächlich die Konsequenzen und es ist nicht beliebig. Und dann darf man sich ärgern, muss man aber nicht. Solche Situationen sind in der Regel recht beliebt, aber manchmal frustrierend, wenn ein Charakter, den ich besonders lieb gewonnen habe, der mich vielleicht sogar über einen längeren Zeitraum begleitet, wenn der dann gefühlt verheizt wird. Also ich habe meinen besten Kumpel gefunden und mein bester Kumpel, der läuft mit mir das ganze Spiel irgendwie durch die Gegend und am Ende verarscht er mich voll und ich bin am Ende und das war's dann. Dann kann es sein, dass es für den Spieler so ist, ja, es ist aber ein Kackspiel, warum habe ich das überhaupt gespielt? Das hat überhaupt keinen Sinn. Und andere sagen auch, boah, das hat mich jetzt so emotional gepackt, dass mir das passiert ist. Das ist ja ein geiles Spiel. Hm. Und das kann man vorher fast gar nicht absehen. Das ist ein sehr komplexes und schwieriges Thema, wofür man sich entscheidet irgendwie. Deswegen muss man immer sehr vorsichtig mit solchen Themen umgehen. Denn wenn man dem Spieler sinnbildlich zu sehr aufs Maul haut, dann kann es sein, dass der Shitstorm am Ende so groß ist, dass man denkt, huch,
hätte man mal lieber gelassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schick, wenn das Spiel einen fordert. Das heißt also, wenn man wirklich überrascht ist am Ende und sagt, boah, krass, ja, dann kann es gar nicht krass genug sein. Mhm. Weil ich glaube, es gibt kaum eine Geschichte, die nicht schon etliche Male erzählt wurde. Ja? Und man muss halt immer gucken, wenn man einen Charakter implementiert, welche Art von Geschichte will man dem denn jetzt andichten? Und wie weit möchte man den Spieler in die Irre führen? Ja, dass es jetzt die oder jene Geschichte ist, zum Beispiel der Typ, der dich verrät oder sowas. Ja? Mhm. Und das ist nicht so einfach. Heutzutage ist es ja offensichtlich sehr wichtig, den Spieler gerade emotional zu packen, damit die überhaupt so eine Geschichte spielen wollen. Ne? Das heißt, wenn man das lässt, sagen wir, dieser Standard 80er-Jahre-Film zum Beispiel. Das kommt mir auch gerade in den Kopf. Wo ist der Feind? Bumm, da. Hat der Tag Struktur, ne? Genau. Ja, ist so. Und das ist einfach nicht mehr modern. Das ist zu platt. Ja, man guckt sich heute zwar diese 80er-Jahre-Filme an und es gibt auch so Dinger wie Expendables und diverses, wo diese ganzen Allstars da nochmal irgendwie sich gegenseitig die Scheiße um die Ohren hauen. Das ist zwar witzig, ja, aber sag ich jetzt mal vom Anspruch her jetzt nicht so abendfüllend, sag ich jetzt mal. Das guckt man sich an, das ist auch geil, keine Frage, ich stehe auch auf diesen Mist. Jenny weniger, also wenn ich mir so einen Jason Statham-Film angucke oder so, dann gucke ich mir den oftmals alleine an, so, das kann schon mal vorkommen. Also, ich finde es halt nicht so spannend. Das ist nicht spannend, die Geschichten sind nicht spannend, so, ja, die haben vielleicht einen Twist oder zwei oder so, aber eigentlich müssen wir in so ein Open-World-Rollenspiel einfach sehr viel mehr mit dem Spieler anstellen. Auch über die Kapitel hinweg. Da müssen spannende Sachen passieren und da müssen halt Dinge passieren, das Gegenteil von sich selbst. Das ist einfach so. Das ist ein Typ, der vorher dein Freund war, dein Feind ist eigentlich und umgekehrt. Ein Typ, der dich ständig irgendwie verarscht hat, irgendwie auf einmal irgendwie dein bester Freund ist. Mhm. Solche Dinge, das ist nicht immer so, aber das ist ziemlich cool so. Und das hat natürlich auch was mit dem Ende von einem Spiel zu tun. Mhm. Ja? Das heißt also, wenn du die ganze Zeit ein Spiel spielst und ständig gesagt kriegst, irgendwie so, mach das nicht, sonst kommst du irgendwie, sonst geht hier alles im Bach runter. Und du machst es absichtlich genau so, ne, wie nicht wie dir gesagt wird, sondern das Gegenteil davon. Du bist immer mies drauf, du machst immer den bösen Weg, sag ich jetzt mal. Dann erwartet der Spieler auch am Ende, dass irgendwie alles im Bach runtergeht. Und kommt das dann nicht, ne, dann ist das schon so ein bisschen so, ja gut, okay, wofür habe ich mir denn den... Jetzt wollte doch sehen, dass irgendwie was anderes passiert. Also es muss schon etwas signifikant anderes passieren, wenn ich mich dem Spiel gegenüber halt irgendwie schlecht oder bösartig oder verräterisch verhalte, ne? Mhm. Im Endeffekt. Das heißt, es gibt sowas wie ein schlechtes Ende. Über Enden von Spielen und Konsequenzen und so können wir auch separiert nochmal drüber reden. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Aber hier geht es einfach nur darum, wie viel Verrat kann so ein Spiel überhaupt verpacken. Mhm. Ja? Also wie krass ist das denn? Ne? Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Charakter, wie du sagst, du hast den lieb gewonnen oder so, ja, und der verrät dich dann oder noch schlimmer, der stirbt dann am besten auch noch oder irgendwie sowas, ja. Mhm. Weil du selber entweder es so entschieden hast, dann ist es okay, dann weißt du es auch. Aber meistens ist das ja so nicht. Mhm. Meistens ist es ja so, dass man durch irgendeine Handlung, die man vollzogen hat, das eine oder das andere Ende vollzogen wird. Das ist so dieser Butterfly-Effekt. Ja, der wird als sehr interessant und cool wahrgenommen von vielen Spielern, ja, dass halt man irgendein Schicksal erleidet, wenn man entsprechende Sachen macht. Und es ist auch häufig so, ja, dass die Spieler gar nicht wollen, dass sie das eindeutig gesagt bekommen, sondern dass man sie überrascht. Ja. Ja? Dieses mit dem, der ist jetzt gut und wird böse und der ist böse und wird gut, ist natürlich auch total plakativ jetzt. Ja? Ideal ist natürlich, irgendwas dazwischen, ja. Dass du irgendeine Situation hast mit einer Geschichte, die du erst im Nachhinein im Grunde genommen richtig gerafft hast und Indizien da waren, die du gar nicht erkannt hast und dann auf einmal merkst, ja krass, tatsächlich, und es war vor meiner Nase und ich habe es nicht gemerkt, dann ist das ein guter Twist. Wenn so ein Effekt greift. Und der, es gibt auch Negativbeispiele, die haben wir selber auch schon gemacht. Ich muss ja keinen Namen nennen oder so. Aber es ist so, ach komm mal mit mir auf die einsame Insel, aber lass mal deine Gefährten weg. Ne? Da gehen wir mal irgendwie zusammen los und so in einem unserer Spiele. Und am Ende des Tages wusste sowieso jeder schon, dass Slane der Arsch ist. So, weißt du? Das war schon sehr, wie nennen wir das immer gerne? Captain Obvious. Ja? Genau. Und Captain Obvious ist immer schlecht eigentlich. Ja? Manchmal ist es okay,
Aber eigentlich ist es immer schlecht. Während Garcia viele überrascht hat. Garcia hat sehr viel überrascht, aber bei Slane war es, der war zu vorhersehbar. Es gibt viele Gründe dafür, warum das so ist. Ja. Ja? Kann man auch sicherlich auch nochmal diskutieren oder so. Aber es ist halt schwierig, eine Geschichte zu erzählen mit allem Krempel und so weiter und einen guten Typen irgendwie böse werden lassen oder einen anrüchigen Typen irgendwie zum Freund machen oder so. Mhm. Da gibt es so ein paar Sachen. Wenn der sich zu früh offenbart, ja, und da kann man sehr schnell diesen Fehler machen, dann durchschaut der Spieler das und dann ist der nicht mehr überrascht. So. Dieser Klassiker, dieser Wunsch nach etwas Bösem, also oh, ich möchte mal, dass die Bösen gewinnen, ich möchte mal, dass irgendwas anders ist. Ist ja im Grunde genommen ein Wunsch heraus, erstens emotional gepackt zu werden und dann mal etwas zu sehen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Ja. Einfach jetzt den Bösen gewinnen zu lassen, ist natürlich auch zu einfach an der Stelle. Ja? Vor allem, wir haben das ja auch häufig schon angeboten. Ne? Also das heißt, unsere Spiele sind ja häufig mit Konsequenzen behaftet, dass man wirklich den einen oder den anderen Weg wählen kann. Mhm. So, das heißt also, wenn du den Arsch spielen willst, dann kannst du es bei uns machen. So. Und dann hat das auch Konsequenzen am Ende des Tages. Und an einigen Spielen konnte man sogar die komplette Welt entvölkern und trotzdem das Spiel beenden. Mhm. Richtig. Ich finde, als Entwickler irgendwie ist man da gefragt, einen Mittelweg zu gehen, denn zu sagen, irgendwie, jeder ist jetzt ein Arsch, der dich jetzt im Grunde genommen hintergeht und alle sind irgendwie mies, dann mag man das auch nicht mehr spielen. Nein. Nee. Also muss man irgendwie schon sich schöne Geschichten ausdenken, die einen vielleicht anderweitig überraschen. Warum sind die denn auch alle so ähnlich? Ja? Ja, wenn das alles Arschgeigen sind und du weißt ganz genau, ach, der verarscht mich doch. Ja? Ja. Nein, du musst schon irgendwie Freunde finden können in so einem Spiel und dann die auch drauf verlassen können. Der beste Bösewicht ist überhaupt der, dessen Gründe am besten nachvollziehbar sind. Ja. Das heißt, böse und gut so platt zu machen, ist in den meisten Fällen heutzutage auch langweilig. Das heißt, wenn es so etwas gibt wie eine böse Seite, ne, meistens möchte man ja immer gerne kategorisieren, wenn man das nachvollziehen kann, warum das vielleicht gar nicht so falsch ist, wie der denkt. Am besten sogar emotional nachvollziehen, das ist noch ein viel schlimmeres Thema. Das heißt also, ich kann das sogar nachfühlen am besten, ja, wie es dem Bösewicht geht, damit ich schon so ein bisschen, am besten sogar mit ihm sympathisiere, dass ich sage irgendwie, boah, warum haben die sich nicht lieb? So, ja, ich verstehe das, irgendwie jetzt hauen die sich da die Grütze aus dem Hirn. Oder vielleicht hat er sogar recht. Mit dem, was er denkt. Ja, natürlich. Ja, das ist eigentlich dann der beste Bösewicht, wenn er recht hat. Richtig. Na? Aber vielleicht der destruktiv ist am Ende des Tages. So. Da gibt es sehr viele positive oder negative Beispiele, gerade auch in der Filmgeschichte so Star Wars, sag ich jetzt mal, das ist sehr kontrovers diskutiert worden, was mit Darth Vader passiert ist. So, das ist auch nicht einfach, muss man einfach mal sagen. Ne? Das heißt also, alle gucken da drauf. Ne? Was machen die jetzt mit diesem Antagonisten? Weil davon reden wir ja. Wir reden ja von bösen Typen. So, ja. Und diese Geschichte zu erzählen, ist bestimmt nicht so einfach. Und es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie man da hinkommt. Mhm. Und wir bemühen uns immer, euch möglichst oft und heftig zu verraten, ja? Aber dann nicht so unfair, dass man dann nachher am Ende des Tages frustriert ist und sagt, nö, das finde ich aber jetzt blöd. Nur weil ich jetzt die Gruppe hier verraten habe, sind die jetzt alle verreckt beispielsweise. Ne? Das finde ich ja gut, okay, ihr habt zwar gesagt, das ist irgendwie ein Spiel mit Konsequenzen, aber das finde ich jetzt zu hart. Solche Situationen können dann natürlich auch vorkommen. Und je mehr Leute so denken, umso schlechter ist der Job, den wir gemacht haben am Ende des Tages. Ne? Richtig. Das ist dann zu viel des Guten. Dann war das dann zu viel des Guten. Und das ist dann nicht so einfach. Gut, ich denke, genug des Verrats. Ne? Die Spieler sind ja auch, sag ich mal, schlau genug, tatsächlich auch einige Sachen vorher rauszufinden. Mhm. Ne? Und dann ist es auch cool, wenn man weiß, ne? Ah, guck mal hier, habe ich mir fast gedacht. So, dann hat man auch so ein bisschen so ein Erfolgserlebnis. Also, ich wusste, der ist ein Drecksack. So, ne? Wollen wir mal eine Community-Frage machen? Gerne. Die letzte, die wir auf deinem Zettel stehen haben für diese Session? Die habe ich tatsächlich im Kopf. Wow. Und die Frage ist, baut ihr eigentlich manchmal mit Absicht irgendwelche lustigen Bugs ein oder lasst sie im Spiel drin, wenn ihr sie entdeckt habt? Mann. Wir machen über Bugs mal eine eigene Sendung. Oh je. Ja, wie viele Community-Fragen. So, wir machen über Bugs mal eine eigene Sendung. Aber kurz und knapp kann man mal sagen, irgendwie, nein. Bugs sind Bugs und die sind kacke. Die wollen wir nicht im Spiel haben. Es gibt lustige Sachen, aber dann sind die Features. Ja? Das heißt also, wenn wir irgendwas durch Zufall irgendwie passiert und dann irgendwie so lustig ist, dass wir es drin lassen, nein. Weil Bugs haben meistens irgendwelche Querwirkungen, ja?
die wir nicht haben wollen. Das heißt also, ein Bug irgendwie produziert an einer Stelle irgendwie eine lustige Situation und an anderer Stelle einfach einen ganz blöden Fehler, der einem nur um Piss geht. Mhm. So, ja. Und deswegen, nein, das tun wir nicht. Wenn, dann planen wir sowas und bauen es auch vernünftig an. Ja, kommen wir mal zu einer weiteren Sache, nämlich die Trophy Box. Zeugs, was lachst du denn schon wieder? Das ist immer die lustigen Situationen, wenn ich diesen Karton hier hinstelle, ne? Irgendwas passiert dann. Das ist immer, oh, da bewegt sich was. Alle werden wach, so. Die Trophy Box. Yay. Die Witzbox, ja. Das sind Sachen in der Trophy Box, die wir von euch bekommen haben und die uns irgendwie, wo wir sagen, das müssen wir doch unbedingt mal zeigen und so. Und da haben wir diese beiden coolen Sachen. Die gebe ich dir mal, ja? Oder roll das mal aus. Dann. So, das ist ein Poster. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja? Da ist der Balin Erdenfeuer drauf. Und der hat zusammen mit dem Marco Wernicke von Piranha Fernart Portal dieses Cover gemacht. So. Das sollte mal ursprünglich, glaube ich, sogar von irgendeiner Zeitschrift ein Cover werden. Ne? Mhm. Ging sich dann nicht aus, wie der Österreicher sagen würde. Ich finde, das habt ihr echt toll gemacht. Ja? Das sieht schon cool aus, der Kleriker, den er da darstellt mit seiner Knarre und so weiter. Und er hat ja tatsächlich eigens für diese Figur, dem Akolyten der Kleriker, eine Rüstung gebaut. Und das ist toll. Das gehört auf jeden Fall in die Trophy Box. Ich glaube, die haben wir auch unterschrieben, ne? Da ist der. Genau, das ist der Balin und da. So, ne? Und wo wir schon mal dabei sind, den Balin zu erwähnen, haben wir hier ein zweites Poster von denen bekommen, von der letzten RPC in Köln 2018, wo die ganzen Leute, die an dem Reich am Mythanischen Meer stand gewesen sind, dort unterschrieben haben. Und die haben mittlerweile ein richtig großes Repertoire an coolen Rüstungen, die sie gebaut haben. Also die Sumpflagerspinner, die Schatten, die Söldner, alles komplett durch. Mittlerweile haben sie, glaube ich, kaum eine Rüstung, die noch nicht, ich glaube, irgendwie. Haben auf jeden Fall immer mehr Ideen. Also es gibt ja auch echt viele Rüstungen. Gibt viele Rüstungen. Ich hatte denen mal diese Vorlage geschickt. Ja. Und da können die sich momentan austoben und denen mangelt es auch wirklich nicht an Ideen. Wahnsinn. Ja. Und da machen die auch so Sachen wie Live-Rollenspiele in ihren Gothic-Rüstungen. Das ist sehr beeindruckend. Und wenn euch das interessiert, das ist sehr cool. Guckt doch mal Reiche am Mythanischen Meer. Googelt das mal. Da seht ihr, was Martin und seine Kumpels so machen. Und auch beim Piranha Fanart Portal seht ihr ein großes Sammelsurium an Art und tollen Projekten, die der Marco von und mit uns irgendwie auf die Beine gestellt hat und ganz viele tolle Sachen, die er gezeichnet hat, rund um unser Universum. Ja, vielen, vielen Dank für euer Engagement und eure Arbeit, die ihr da investiert. Ihr seid schon echt eine tolle Truppe. Mhm. Dankeschön. Man kann sich auf euch immer verlassen. Das war's für heute wieder. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal irgendwie uns frisch machen, ne? Nach dem ganzen Gebacke hier. Ja, ich bilde mir schon ein Würstchen zu riechen. Okay, viel Spaß noch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Nein, nicht an die Glatze tackern. Ich kann ja auch mal so machen, dann sieht man, das ist doch doof. Okay. Hast du gelacht? Ich lache. Hast du über Glatze gelacht? Das dauert viel zu lange. Also ich bin, ja. Halle, ich habe eine Reaktionsfähigkeit wie so ein Toast. Vor allen Dingen heute. Ja, also wir uns backen uns irgendwie die.